Okay, weiter geht's. Der iPhone Explorer kann auch als externe Festplatte bzw. USB-Stick missbraucht werden bzw. benutzt werden. Ihr könnt jede x-beliebige Datei von eurem PC, von eurem Windows-PC auf das iPhone, iPad oder iPod Touch übertragen, vorausgesetzt es steht noch genügend Speicherplatz auf den Geräten zur Verfügung. So, dazu ganz einfach auf Datenträger klicken. Dann wird der Bereich Storage vorgegeben. Hier würde man die Dateien und die Ordner finden, die man überträgt. Ich werde das mal schnell tun. Ich übertrage eine Datei. Nehmen wir einfach mal die. Zack, da ist sie. Übertrage jetzt mal einen Ordner. Suche mir einen aus. Haben wir jetzt was Kleines? Vom Desktop den Downloads-Ordner. Okay, da ist er schon. Okay, war nichts drin. Übertrage ich jetzt mal noch einen, wenn man das auch besser erkennen kann. So, jetzt wird alles übertragen. Okay, da ist der iPod-Ordner, den ich übertragen habe, mit allen Dateien, die auf der Festplatte waren, sind jetzt auch hier auf dem iPhone. Ja, löschen genauso. Irgendwann muss ja wieder aufgeräumt werden. Löschen, bestätigen. Yep, weg. Und löschen und bestätigen. Und zum Schluss die Datei. Gut. Herunterladen, analog. Eine Datei. Markieren, die Datei markieren. Herunterladen. Und los geht's.